meine Damen und Herren, mein Kanal seit langem bringe ich auf. Wo sind wir heute? Wir sind heute an einem Gang, der sehr, sehr lang ist. Sehr, sehr, sehr lang. Weil heute ist mein Geburtstag. Ich dachte mir so, hey, zum 21. weiß ich nicht, was ich Spezielles machen soll. Und deswegen fliegen wir jetzt diesen langen Gang entlang. Und zwar muss ich Vorgeschichte geben. Seitdem ich Minecraft habe, also ich glaube 4-5 Jahre oder so ungefähr, habe ich und mein Kumpel, ein sehr guter Kumpel, an dieser Map gearbeitet. Es ist keine Parodie auf irgendwas, es soll auch nichts Witziges oder sonst was sein. Aber wir haben uns damals gedacht gehabt, wir waren damals, was Kriegszeit und sowas angeht, jetzt auch immer noch, sehr faszinierend und interessant, und ich dachte mir so, ja, zeigen wir euch einfach mal kurz das hier. Und das da hinten, das ist für mich selbst komplett neu. Also, das hatte ich damals gebaut gehabt, diese kleine Baracke. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken einfach mal kurz. Diese Leute sind eigentlich Gefangene, die hier drinnen waren. In diesem kleinen Haus. Ja, wie damals, Mächte nehmen. Die stapeln sich alle. Und, jedenfalls, jung und alt. Das hört sich so krank an, aber Leute, wir waren damals wirklich krank im Kopf gewesen. Und ich dachte einfach mal, jo, das muss ich euch mal zeigen. Ich habe bestimmte Sachen, habe ich ein bisschen abgedeckt. Das hier zum Beispiel, man muss dazu sagen, wir haben nicht an die jüdischen Zeiten damals gedacht, sondern wer sind eigentlich die Bösen in diesem Spiel? Das sind die Hexen. Und wir dachten uns so, jo, okay, machen wir einfach so ein Hexenlager, sagen wir es mal so. Nee. Jo, und wie gesagt, wir haben uns einfach damals gedacht so, jo, okay, wir machen einfach für die bösen Hexen, machen wir hier eine Art Lager. Natürlich gehört dazu diese Schutztür. Und Leute, wie gesagt, es ist keine Parodie auf irgendwas, wir machen es nicht lustig über irgendwas. Aber wir haben uns damals wirklich gedacht gehabt, was kann man denn so Schönes in Minecraft bauen. Und da kamen wir eigentlich auf die Idee, hier haben wir so ein größeres Holzlager. Und jetzt geht's los. Die verbrennen wir jetzt nach und nach und gehen wir einfach mal kurz weiter. Dann kommen wir hier vorne so, wir haben hier vorne eine kleine Farm. Wobei ich eine Sache dann nicht kapiere, wo ich gerade hier bin. Erstmal ist hier was falsch gebaut. Aber erfahrene Minecraft-Spieler sehen das, was hier falsch ist. Denn die Kürbisse, die wachsen ja daneben. So, jetzt dürften sie nicht wachsen, weil hier immer noch zu... Ist mir jetzt egal. Ja, erstmal 20 Jahre, also... Wo ich 16 war, war das hier ungefähr gemacht. Wir haben mal so ein kleines Kontrollcenter. Da habe ich gedacht, wenn ich hier weiterbaue, dann wird das größer. Aber da müsste man sich wieder mit einem Kumpel absprechen, weil der hat irgendwann mal hier weitergebaut gehabt. Und ja, gut, hier drüben kommt man dann zu meinem Gebilde.
Da geht es hier schön runter, hier schön runter. Ja, wie gesagt, ich wusste nicht, was ich so direkt als 20-jährige Spezial machen soll oder ob es da irgendwas gibt, was man machen könnte. So, und das ist mein Haus. Es ist nicht luxuriös, es ist sogar sehr unbequem, theoretisch. Aber ich habe einen Dachgarten. Und das ist doch eigentlich sehr schön, wenn man so überlegt. Das ist unsere kleine Ruhmeshalle, sagen wir es mal so. Da haben wir hier hinten, haben wir hier die Lichter so ein bisschen angesteuert, beziehungsweise das war ich eben gewesen. Bäh. Ich weiß nicht, mein Maus spinnt rum. Aber schon seit manchen Games. Ah, schön, dass das Licht nicht ausreicht, dass die Dinger hier nicht spawnen. So. Geschafft. Jo, hier hinten haben wir dann noch einen kleinen Bahnhof. Das weiß ich ja noch. Der sollte eigentlich auch noch mit Lichtsteuerung, also hier mit Juri-Strecke ist frei und Juri-Strecke ist nicht freigegeben werden. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich habe mich auch seit Ewigkeiten nicht mal an die Map ran gesetzt. Mal kurz hier alles rausmachen. Und ja, das ist mein Haus. Dann haben wir das. Und dann kommen wir hier zu... Gut, wir gehen mal kurz hier. Da drüben haben wir einen Luftschutzbunker. Das sind einfache Räume. Und hier muss ich wirklich sagen, Respekt, wie das aussieht. Also es ist zwar nicht originalgetreu oder sonst irgendwas, aber es sieht trotzdem geil aus. Okay, was hier ist. Gut, okay. Kann man das mal kurz zumachen. Das ist zwar nicht getreu irgendwas, aber wie gesagt, das ist eine Art Fantasielager von uns. Oder man hat das mal so aufgebaut. Ihr könnt mich natürlich jetzt dafür haten, dass ich sowas hier gebaut habe oder so. Aber wir fanden das einfach damals schon faszinierend, als Kinder sowas zu bauen. Und mir fällt gerade auf, der hat hier keine Sicherheitsanlage. Da vorne hat er jedenfalls sein Tor. Kurz mal gucken, ja, der hat seinen kleinen... Wir haben das wirklich vor 4, 5 Jahren was gebaut, da gab es noch nicht so viel Minecraft. Und seitdem haben wir eigentlich auch nichts mehr gebaut gehabt. Er hat noch einen Turm hier oben, das ist gut, das ist schön. Gut. Ich finde das wirklich hier bequem, also im echten Leben würde ich vielleicht auch hier drinnen wohnen wollen. Sondern dann kommen wir hier runter, wo ich wirklich sehr, sehr viel Langeweile hatte, muss man wirklich sagen. Hier werden wir jetzt eine kleine Weile brauchen. Also wir haben hier oben erstmal einen kleinen Kontrollraum, sollte das eigentlich werden. Am Ende ist es nur Wartungsgänge für die Lichter geworden. Weil je Update kann ja was passieren. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Weil ich will eigentlich auch mal das Licht anmachen, aber ich weiß nicht, wo das angeht. Habe ich echt keinen blassen Schimmer irgendwie. Das geht gar nicht mehr an. Oh. So. Oh, das war auch falsch. Ich würde meinen, das sollte auch mal vom Kontrollcenter aus angehen, aber das haben wir aber auch nicht mehr gemacht oder habe ich auch nicht mehr geschafft. So, gehen wir mal kurz wieder zurück. Den Part werde ich wohl wahrscheinlich nicht schneiden, aber ich werde euch mal kurz zeigen. Ich werde das mal kurz hier oben anzapfen, was jetzt hier passieren würde oder wie das Licht angehen würde. So schön nach und nach verzögert. Von unten sieht es natürlich geil aus. Weil damals sind die Lampen so langsam angegangen, deswegen habe ich das auch so gemacht. So. Also man sehe und staune, was hier wirklich nochmal was zu machen wäre. Auch das Kontrollzentrum, das würde ich einfach in den Boden reinkloppen. Also wirklich unten ins Lager, ins Dings rein. Im Bunker hier. Wo...
man es einfach nicht mehr so schnell erreichen kann und wo alles hinfließt. Die Gänge hier sind wirklich gefühlt überall lang. Hat aber auch den Grund, dass ich einfach die... Ich habe hier nichts weggerissen, großartig. Also hier geht es nicht mehr lang. Ich habe nichts weggerissen. Das sind Höhlengänge. Höhlengänge, die hier in Minecraft mal waren. Und die habe ich einfach ausgekleidet. Ja, gut. So, hier geht es zum Beispiel nicht mehr lang. Hier oben kann man noch irgendwie lang. Ich weiß selber nicht, wo wir jetzt überhaupt sind oder... Ich bin seit langem nicht mal hier hin und her gegangen. Aber irgendwo sind hier... Jetzt geht es hier wieder hoch. Wo sind wir hier? Oh, altes Höhlensystem. Da müsste irgendwo, glaube ich... Gut, hier habe ich noch nicht weitergebaut. Aber hier habe ich wieder aufgehört gehabt. Irgendwo müsste hier eine Farm sein. Die ich gerade nicht finde. Also, merkt schon, damals bin ich hier rumgegangen. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Aber jetzt gerade bin ich nach... Ungelogen, ich glaube nach... wann war ich denn? Vor einem halben Jahr habe ich das wieder ein bisschen was gesehen gehabt. So, Exit. Also hier haben wir nochmal Panikraum. Die werden dann, sollten eigentlich von oben geöffnet werden und geschlossen werden. Hier ist nämlich Bedrock drunter. Also wenn hier wirklich mal jemand das schnüren würde und Bomben draufwerfen würde. Hier würde keiner unbedingt durchkommen. Keiner unbedingt durchkommen. Also jedenfalls durch die Panikräume. Da sind Bedrock, zwei Sicherheitstüren. Da könnte man durchkommen mit Türen, Tür und sowas, aber Bedrock kriegt man eben nicht, ja nicht weg. Gott, hier, das war's auch. Wo geht's hier lang? Hier geht's nochmal hoch und nochmal runter. Okay, das war's auch. Da habe ich eben aufgehört, weil da eben die Höhle auch zu Ende war und ich wollte einfach nicht die so ein bisschen bauen. Ich wollte aber einfach die Höhlen, also das waren wirklich ehemalige Höhlen, so wie die aussahen, kamen wir von hier aus. Ich frage mich gerade eigentlich, wo die Farm ist, ob sie weggerissen worden ist. Was haben wir hier? Ah, das ist der andere Panikraum. Der etwas luxuriösere. Ah, ja. Dann gehen wir hier hoch. Das heißt schon mal, wir waren hier noch nicht. Exit. Okay. Hier sind noch mehr Lichter. Sind aber auch nicht gesteuert. Ja, da geht's auch nicht mal lang. Jetzt wären wir ja draußen, genau. Okay, also hier gibt es ja noch einen Gang. Also hier haben wir noch, eigentlich einen Geheimknopf, genau. Und da geht es aber auch nur bis hierhin, das war's. Alter. So. Hier geht es auch nur ein kleines bisschen hoch. Und das endet aber auch hier hinten. Nach unten. Ist wirklich hier viel zu viel. Aber ich find's geil. So, und jetzt hier runter. Jetzt
glaube ich hier runter. Wo sind wir hier? Waren wir hier schon? Hier runter. Hier waren wir schon, oder? Okay, hier nicht auch der Gang. Eigentlich suche ich wirklich die Farm. Ah, hier haben wir sie. Ja. Ja, 3 Jahre später haben wir die Farm gefunden. Die unterirdische Farm. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es war eigentlich ein einfacher Weg. Wir gehen jetzt einfach nur nach oben. Da lang. Ah, hier sind wir jetzt. Okay, das ist wieder was ganz anderes. Wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Das ist nicht das, was ich jetzt wollte, aber eine Sache gibt es noch, die man zeigen kann. Ja doch, das ist eigentlich hier. Haben wir kein Licht hier? Oh, Licht an. Weil es gibt... Doch, das war hier. Es gibt zwei Bombardierungen, Räume. Was können wir jetzt mal als... Esel? Es gibt einen Esel? Okay, es gibt Esel. Plagegeist. Okay, ich muss einfach langsam mal mehr Minecraft spielen. Skelettfair, Zombie, Dorfbewohner, Zombie. Wir machen jetzt einfach mal... Rein mit euch, rein mit euch, rein mit euch. So. Wir machen kurz mal... Ja, also ich möchte jetzt nicht nochmal die Monster anmachen. Ich weiß nicht, wie viele denn hier unten spawnen werden. So. Aus. Und dann haben wir hier unsere TNT-Spring-Gedöns, irgendwas. Und zwar hier oben wird TNT hingelegt und damit... Sollen sich nicht selber vernichten. Boom. Ah, machen wir noch einen, das müsste reichen. Also im schlimmsten Fall springt das hier hinter und dann explodiert hinten alles. Das haben wir zweimal irgendwo auf der Map. Wie gesagt, es soll jetzt keine Anspielung auf irgendwas sein, jetzt der Part. Aber ich dachte mir, zu meinem Geburtstag kann man das doch schon einmal zeigen. Es ist wirklich Ewigkeiten her, wo wir das gebaut haben. Einfach so als Nostalgie ist das jetzt gerade so. Und ich würde mal sagen, wenn euch trotzdem der ganze Part gefallen hat, gebt einen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Das war eigentlich mein größtes Problem. Das müsste man eigentlich auch zentral irgendwo regeln können. Vielleicht könnte man auch was anderes noch hier machen. Ach, hier geht es. Okay, gut. Und dann, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, natürlich mehr sehen wollt oder auch nicht. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Minecraft. Ich wollte eigentlich zuerst auf den Server gehen. Die Server sind aber leer. Was natürlich sehr, sehr scheiße ist. Boom. Und das ist unsere zweite. Ich glaube, die ist ein bisschen größer. Ne, die ist kleiner, aber hat Licht. Die hat Licht. Also wenn man einmal hier reinfällt, ist es schwer rauszukommen. Auf. Irgendwo ist hier der Lichtschalter. Eigentlich müsste auch unten das Licht angehen. Na gut, in dem nicht. Ja, und dann wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.